Marcel Bär, Auswärtssieg und Doppelpack. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir sind nach 40 Sekunden in Rückstand geraten. Das ist natürlich der Plan, den wir die ganze Woche ausarbeiten, dahin. Dann haben wir ja ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Aachen hat es uns ganz schwierig gemacht, das Spiel. Der Mann gegen Mann gespielt, war sehr aggressiv. Da hatten wir unsere Schwierigkeiten, weil wir nicht sauber genug im Passspiel waren. Wir waren nicht zwingend genug nach vorne, erste Halbzeit. Aber was man den Jungs nicht abstreiten kann, dass wir uns in jeden Ball geworfen haben, dass wir das Spiel offen gehalten haben und heute brutal effektiv waren. Nach 4 Spielen direkt 4 Siege geholt, auch für dich persönlich schon 3 Treffer. Wie würdest du die ersten 4 Spiele einordnen? Ja, das ist natürlich die perfekte Punktausbeute. Wir sind sehr stolz drauf. Auch heute war es ein schwieriges Spiel, ein anderes Spiel, aber trotzdem. Die Saison läuft sehr, sehr gut. Wir versuchen natürlich ab übernächster Woche wieder weiter Gas zu geben und die Serie rauszubauen. Hast du heute 2 Buden gemacht? Vor allem das erste Tor war ein bisschen kurios. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Flanke war. Ich glaube, der Torwart fängt ihn, lässt ihn fallen und er fällt mir dann vor die Füße. Und da war ich dann zum Glück da, war hellwach und habe das Ding über die Linie gedrückt. Du hast schon angesprochen, in 2 Wochen geht es weiter gegen Bielefeld. Jetzt ist erstmal eine Woche Länderspielpause. Ist es eher gut, mal eine Woche Pause zu haben oder seid ihr eher traurig, dass es nächste Woche nicht gleich weitergeht? Also wenn es mir nach mir ginge, würde ich gerne weiterspielen. Aber ich denke, dass wir uns die Pause trotzdem verdient haben. Da können wir mal entspannen. Die Jungs können zu ihren Familien fahren, sich mal erholen. Wir können uns sammeln und dann freue ich mich, wenn es dann wieder weitergeht zu Hause in Aue gegen Bielefeld. Vielleicht noch zum Abschluss ein Wort in Richtung unserer Fans. Die waren ja wieder mit 700 Mann, haben mit die weiteste Auswärtsfahrt auf sich genommen. Ja, brutal. Da kann ich für die Mannschaft sprechen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der gekommen ist. Auch vom Fernseher saß und uns supportet hat. Das bedeutet uns viel, das pusht uns. Und ich hoffe, wir konnten euch was zurückgeben. Kommt gut nach Hause.